Ja, ihr kennt doch diese komischen Google-Autos. Diese, ja, genau die, die so komisch rumfahren und so fette Kameras drauf haben und einfach nur seltsam sind. Genau die, die auch richtig seltsame Bilder machen, wie das hier zum Beispiel. Moment mal. Jungs? Jungs? Jungs, das bin ich, mach das Bild. Hallo? Hallo? Mach doch verdammt noch eine... Aber Ladies und Gentlemen, diese Autos nehmen auch unfassbar gruselige und verfluchte Sachen auf. Denn die fahren überall auf der Welt herum. Egal was Google ist, auf der gesamten Welt vertreten. Und das heißt, dass auch in den tiefsten Löchern diese Autos Bilder machen. Und wir gucken uns heute die verfluchtesten der verfluchtesten Aufnahmen von Google Maps Karten und Google Autos an. Schaffen wir wie immer, um dieses Video extra gruselig zu machen, 6666. Likes. Nee. Okay, er schreibt, ich habe eine verfluchte Kirche mit Geistern gefunden. So ein Schwachsinn, so ein Blödsinn. Hör auf, Tim, was redest du schon wieder für ein Blödsinn, Mann? Lern doch lieber mal... Mathe? Was? Das ist... Nein, das sind... Bro, wieso sind da... Hä? Und da hinten sitzt ein echter Mensch, Mann. Okay, nein. Raus, stopp. Wir fahren vorbei. Wir machen Abfahrt. Mann, wo laufe ich denn jetzt hin? Ich will nicht dahinter laufen. Ich gehe immer auf die andere Seite. Verdammt nochmal, das machen meine Nerven nicht mit. Bro, ich dachte, da kommt jetzt so Schwachsinn. Clickbait, wie ist das, Alter? Das ist... Hä, das war keine gefakte Aufnahme. Ey, soll ich für euch versuchen, die Koordinaten rauszufinden? Soll ich versuchen rauszufinden, dass ihr die genauen Koordinaten selber nachgucken könnt? Ich klär das, okay? Folgt mir auf Instagram. Ich versuche die genauen Koordinaten aus dem Video euch zu posten, ja? MarkyTV heiße ich da. Hier, irgendwo steht das. Wer nicht folgt, hat winzigen Pipi. Winzig klein. Kleinste aus ganze Community. Hau ab. Okay, was haben wir jetzt? Dead Body left in the snow. Also ein verstorbener Körper, der im Schnee gefunden wurde auf Google Maps oder was? Bro, hör mir auf. No. Yo. No. Bro, ist das ein Schatten? Ist das... Nein, warte. Ey, hör auf. Ihr wisst, ich hab bei sowas schwache Nerven. Ihr wisst, ich brauch Pampers Extra Dry. Ich meine, ich bin kein Schisser. Ich bin kein... Ach so, das? Das ist von meinem kleinen Neffen. Hat er bei mir vergessen. Bro, stellt euch mal vor, das ist wirklich tatsächlich so ein Abdruck von so einem Menschen, der da drin gelegen ist, Bruder. Geisteskrank. Und dann wird da so die Polizei verständigt. Und auf einmal finden die so ein Rätsel von so einem vermissten Körper. Google Maps. Alles möglich hier. Google Maps. Okay, was haben wir jetzt? Zombies? Das ist Schwachsinn, Bro. Wenn hier jetzt Zombies kommen, mache ich einen Purzelbaum auf mein Bett. Jetzt sofort einen Rückwärtspurzelbaum. Ja. Wir haben, sag ich ja, leere... Verdammt, ich kann es nicht, jetzt warte mal. Ich krieg das nicht hin. Das zählt wie einer, oder? Das war einer. Hi, mein Name ist Marky. Ja, ich bin dieser Vollhonk da. Ich versuche euch gerade einen Rückwärtspurzelbaum beizubringen. Denkst du wirklich, sowas gibt's noch auf YouTube? Wenn auch du unbedingt schon immer mal einen Purzelbaum lernen wolltest, dann lass doch jetzt ein kostenloses Abo da unter mir. Steht irgendwo abonnieren, wenn das rot leuchtet, klick drauf. Verdammt nochmal, ich find dich sonst und ich werd's rumklatschen, du blöd. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, aber ich hab gehört, wer abonniert ist cool. Okay, so, ist das der legendäre Kraken? Da hat irgendwer anscheinend auf Google Maps etwas gefunden. Im Ozean, denke ich jetzt mal. So, wir zoomen hier in irgendeinen Teil vom Ozean rein. Bro, das sieht aus wie eine gigantische Krakenqualle, so. Jo, nein. Ey, hör mir auf doch mit diesem Blödsinn, verdammt nochmal, wenn hier irgendwo eine Krake kommt. Ich werde dich finden und ich werde dich eliminieren, denn ich werde dich am Nachmachen. Ich bin doch bereit dafür, verdammt nochmal. Ich bin jetzt bereit, die Fernsehen vom Ernst. Das ist nur ein Video, das ist nur ein TikTok. Beruhigt euch doch mal, ihr müsst nicht mit eurer Nerfgun rumschießen. Was ist mit euch los? Digga, wieso ist Google Maps so creepy? Wieso? Ey, Digga, das Ding ist halt wirklich so. Klar, es kann sich immer um irgendwelche optischen Illusionen oder krassen Dinger, die so aufgenommen waren, handeln. Aber das ist die echte Welt. Das ist kein Fake, so, da ist kein Filter drüber, wisst ihr? Das ist nicht irgend so ein Video, wo wir uns im Internet anschauen und lustig, so wir reagieren drauf, sondern nein, das sind echte Bilder aufgenommen von diesen Google-Autos. Das heißt, was abfotografiert wurde, war genau in diesem Moment, sah es ein 1:1 genauso aus wie dieses Bild. Bruder, WTF, Mann! Oh Mann, alter Schwede, Bro, das ist mir zu viel. Zombies, Geister, jetzt Körper. Was kommt als nächstes, Mann? Was kommt als nächstes? Sag mal, geht's noch oder was? Okay, das ist gruselig, steht oben. So, was ist gruselig? Jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt? Wir zoomen wieder hin auf die Straße. Okay. Der hat eine Pferdemaske auf. Was ist mit ihm falsch? Hä? Okay,
Oh nein, 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 Bro, ey, du kannst mehr. Bro, was? Digga, WTF, Mann. WTF, wieso stehen da mit Maske welche dran und machen da gerade einen Überfall oder was? Hör auf, Mann, wieso ist das so gruselig? Hey, Mann, es gibt doch 100%, es gibt doch 100%, so wie in Horrorfilmen, so kleine Städte, wo so geisteskranke Müll abgeht, oder? So geisteskrank, alle haben Masken auf, killen sich so gegenseitig, so safe, oder? So Clan und sowas, so safe, oder? Bro, ich schwöre, Alter, das Google-Auto fährt da einfach nur, was hat sich der Typ gedacht, der den Job gemacht hat, so? Bro, das Auto fährt ja jemand, hat der Panzerglas? Hat der ne... Also ohne die würde ich da nicht rumfahren, verdammt nochmal, Alter, Schwede. Komm her, du mit der Maske, ich find die. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber es gibt auf dieser Welt so viele gruselige Sachen. Ich will nicht drüber reden. Komm, ich will, wir schauen weiter. Ich will echt nicht drüber reden. Hör auf, Mann, ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Kissesestos. Kissesestos. Gut, ich kann Spanisch. Das heißt, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? So, da haben wir jetzt... What? Ist das Area 51? Bro, no way, no way, no way. Bruder, WTF! Yo, WTF, Mann! Ist das Area 51? Da sitzen auch Menschen drin. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Das muss mit Absicht... Nein, 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 das ist doch mit Absicht so zusammengebaut, oder? Nie im Leben ist das real, oder? Ist das Area 51? Stell dir mal vor, das ist wirklich Area 51 und die juckt es nicht oder die machen nichts dagegen, weil die denken, ey, es glaubt eh keiner. So, weißt du? Bro, WTF, da saßen so Aliens in so Käfigen, als ob jemand für so ein Google Maps-Ding das so aufbaut. Niemals, niemals! Bro, da saßen auch Menschen mit so Headset-Kommunikation, also entweder das war so Halloween-Party oder es war Area 51, mashallah. Ey. Leute, no joke, Area 51 hat Aliens. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die haben Aliens, die haben Monster, die haben gruselige Figuren. Was glaubt ihr, wie die Leute auf so Gruselfilme kommen? Weil die in Area 51 reingehen und es angucken. Aliens, alles liegt da drinnen, alles haben die, alles, alles, super klasse, alles haben die. Ja, könnt ihr alles mitnehmen da. Okay, was ist das, steht da oben? Gut, wir zoomen rein in einen Eisberg. Wir zoomen rein in irgendeinen Eisberg? Hä? Was ist das? Habe ich nicht gecheckt. Was war das? War das eine Pistole, die in den Schnee getreten wurde? Ich habe keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, ne? Sirenhead-Freizeichen. Jetzt bin ich gespannt. Yo, werden wir Sirenhead in echt sehen auf Google Maps? Wenn er jetzt wirklich auf Google Maps ist, dann existiert er. Dann könnt ihr alle sagen, was ihr wollt. Dann existiert er. So, wir gucken mal, wir zoomen rein. Wir sind auf dem Berg. Bro, ich dachte, oh mein Gott, ich dachte gerade, Junge, ich dachte, ey, Digga, hör mir auf, ich dachte gerade wirklich, Bro, stop it, trollt mich doch nicht, Bruder, ich dachte, da steht jetzt wirklich Sirenhead so riesengroß neben denen und das ist echt, weil, wie gesagt, das ist nicht bearbeitet, sowas auf Google Maps zu sehen ist, aber das war nur diese Tröte, diese Rüssel vorne, mashallah. Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, da jeder, der Daumen hoch da lässt, ist cool, coole Socke, du Mann, du wirst was im Leben erreichen und jeder, der neu ist, abonniert jetzt sofort den Kanal, los jetzt, sei doch mal nicht so schüchtern, wieso bist du so, wir kennen uns jetzt schon so lange, ich weiß, du klickst immer auf diesen Kanal. Abonnier doch jetzt. Besser ist es. Danke. So, klick hier noch aufs letzte Video. Jeder, der nicht draufklickt, hat kleinen Schniebi. Ich tue nebenbei meine Nerf-Waffe nachladen, falls mein Neffe zurückkommt. Damit ich ihm die Waffe wiedergeben kann. Ich habe keine Angst. Hör auf jetzt. Du Schwätzer. Hör auf, du bist so ein Schwätzer. So ein Labersack. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt, was ein Labersack du bist. Was für Angst. Ach komm, jetzt mach ich aus. Nee, komm. Jetzt ist mir zu blöd.